Hallo und grüß euch, werte Recken. Mein Name ist Dennis Hiller von und zu Putzbrunn und ich werde für euch in die Schlacht ziehen, um Ghouls, Goblins und allerlei anderes Getier in die ewigen Jagdgründe zu verweisen. In Ghosts and Goblins Resurrection, die Neuauflage des, ich glaube, 85 erstmals erschienenen Arcade-Klassikers, das habe ich schon als, ich habe es nie in der Arcade gespielt, ich kenne die Geschichten und ich habe es irgendwann mal, ich glaube, auf einem NES gespielt und habe es da schon als bockschwer in Erinnerung. Also ich bin die meiste Zeit in Unterhose rumgelaufen, was jetzt aber nichts Ferkliges bedeutet, sondern tatsächlich einfach was mit Ingame-Mechaniken zu tun hat. Das werdet ihr mit Sicherheit das ein oder andere Mal sehen, denn ich springe jetzt da rein und werde zu eurer Unterhaltung, keine Ahnung wie oft sterben, ein paar hundert Mal, um es vorsichtig zu schätzen. Kleiner Disclaimer, ich habe schon die erste Welt durchgemacht, einfach um nochmal ein bisschen reinzukommen und weil in der Regel wird es ja lustiger, je später man im Spiel ist, weil desto schwerer wird es, wobei selbst die erste... Lassen wir das. Stadt des Eises oder Höllenfeuerweiler. Ja, das sind jetzt beides irgendwie Aussichten, die nicht so rosig sind. Ich gehe in den Höllenfeuerweiler, weil Eislevels, ich will mich nicht noch mehr quälen als ohnehin schon. Ich habe auch schon erste Zauber, das sind was? Wie soll ich die denn? Das geht ja gut los. Okay. Okay, diese Flammen haben jetzt gar nichts gebracht. Aber macht auch nichts. Ach, die sind jetzt dauerhaft um mich rum, das ist ja stark. Ich krieg trotzdem so einen Steintyp auf den Kopf. Aber ich kann die Schildkröten wegbrutzeln, das ist ein gutes Learning. Nein, Jörtel, nein! Doppeljörtel! Oh. Yoshi mit Feuerblume. Ach du Scheiben. Oh, die Fee brauche ich, weil damit kriege ich neue Skills. Hallo, 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 hallo! Ja, noch nicht mal ansatzweise eine Ahnung, wo der erste Waypoint ist. Checkpoint, Respawn, Fahnenmast. Scheiße. Also anscheinend hat er sich die... Ja, genau! Aber was ist das denn für Level-Design? Oh, ich muss immer diesen... Ja, ich wollte es eigentlich gerade demonstrieren, aber das war jetzt nicht so schlau. Hier, wo ich so weit springe, das ist eigentlich der Sinnvolle. Nur mir ist schon aufgefallen, dass er dazu neigt, manchmal auch diesen Russenhockensprung zu machen, was nicht so clever ist. Ja, was ist das denn für Leveldesign? Okay, cool, cool, cool. Also ich weiß ja, dass das... ein Arcade-Klassiker ist und dass die ja bekanntermaßen den Leuten nur die Penunzen aus der Tasche ziehen wollten, aber das ist ja jetzt einfach mal nur Käse. Ja, komm schon, komm schon! Oh, das war jetzt einfach nur durchgemogelt, aber egal. Los, Ritter von und zu Unterhose und hier bricht's gleich durch, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ja, ja. Oh, scheiße. Was seid ihr denn eigentlich? Oh, das ist aber cool hier, so dass ich... Oh! Das war jetzt nicht so cool. Ah, aber ich hatte da... Bless. Ich hatte da eine Flagge zum Respawn. Och Gottchen. Den Hammer will ich nicht, der ist doof. Da kann ich nämlich nur auf Nahkampf attackieren. Und das ist mir schon aufgefallen. Upp. Ja, was? Das Fernkampf schon wirklich A und O ist hier. Ich glaube echt, diese Fliegeviecher machen da Kacki und wollen mich damit treffen. Das ist auch irgendwie nicht die Feinheit. Ach, das war jetzt schon der nächste Checkpoint. Stand für mich jetzt aber in keinem Verhältnis zu dem davor. Oh no. Nein. Oh, gegen Wind rennen, gegen Windmühlen kämpfen. Ich bin ein Fuchs, deshalb habe ich jetzt auch eine Idee. Ich werde jetzt einfach... Ja, das war jetzt nicht meine fuchsige Idee. Ich wollte eigentlich meinen magischen Angriff aufladen. So, okay. Ich habe den falschen magischen Angriff genommen. Ich weiß ehrlich gesagt nach wie vor nicht, ob Dolch oder meine Lanze besser ist. Oh, die blaue Flasche, die ist ganz großer Mist. Die will ich definitiv nicht. Gut, aber das habe ich ja jetzt ganz souverän gelöst. Jetzt muss ich hier bloß aufpassen. Genau, mit den Hoppelköpfen. Boah, das war echt knapp.
Und man kann nicht diagonal werfen. Das ist wirklich so ein Scheiß. Ach, übrigens. Was wollte ich sagen? Genau, ich spiele auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad. Das ist, glaube ich, einfach nur, dass man unendlich Continuous hat, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wir machen hier irgendwie Nemesis und Sadisten-Video, aber schaut euch das doch an, das ist doch Scheiße. So, jetzt hier ausweichen, jetzt hier aufpassen. Genau, der springt unten lang. Hier kam aber einer oben lang. Hä? Hey, das ist... Also man muss sich da wirklich ganz genauestens auswendig lernen, wo was ist. Also Trial and Error galore auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, man merkt halt schon irgendwo den Arcade-Ursprung. So, ach hier, ich schmeiß doch noch eine Münze rein. Yay, ich nehme sie alle. Ja, fuck! Wie soll man denn... Mann, ey. Wie soll man sowas denn machen? Ruhig. Ah, oben rum. Ja. Hello, can I have checkpoint? Please. Die holden Rittersleute. Da. Ah. Mann, ey. Warum hat man eigentlich damals Arcade-Spiele gespielt? Ja, wir haben nichts gehabt. Die anderen haben auch nichts gehabt, schon klar, aber... Oh je, yeah. Was? Scheißen. Aber... Also... Das ist aus heutiger Sicht ist das ja wirklich ganz furchtbares Game Design, weil das so offensichtlich nur darauf ausgelegt ist, Geld aus den Taschen zu ziehen. Aber hey, Jolly Music. Jolly Music for Jolly Dying. I have no idea what I'm doing here. Ach komm schon, ey! Du sackblöder Ritter! Ist irgendwie der Schädel ein bisschen frittiert worden in deinem Helm? Ja, Freitod. Mann, ey. Wenn ich halt wenigstens wüsste, wo ich da hin muss, gell? Wenn mein Gehirn nicht so blöd wäre, dann wüsste ich das halt noch aus dem Original. Ja! Wie kann der das nicht schaffen, diesen Sprung? Beziehungsweise, ich habe den ja vorhin ständig geschafft und jetzt auf einmal... Ach, naja, gut. Also mach mal... Komm her! Ah! Bleib hier! So, und das war jetzt wichtig, dass ich diese Spinne wegmache. Halleluja! Oh... The Depths of Hell. Aber die Checkpoints sind echt fair. Also muss ich wirklich sagen, diese Höllenhunde, die sind halt absolut katastrophal. Einfach hoch. Oh, nix einfach hoch. Oh no. Oh, okay, ich bin hier auch gerade irgendwo hängen geblieben. Nee, das war nix. Alter, willst du mich eigentlich? Böses Hundi. Da oben wäre der nächste Checkpoint. Das ist natürlich alles jetzt nicht sonderlich ehrenhaft, was ich hier mache, aber who cares? Ah ja, der verpisst sich dann auch. Aber überlegt euch mal, ihr müsstet für jedes Ableben legit Geld in den Automat schmeißen. Oi wei. Okay. Boss-Time oder was? Ja gut, das war jetzt aber auch absehbar, dass da nicht viel zusammengeht. Okay, ich kann ja mal einen meiner tollen Zauber dann benutzen, sobald alle Hunde da sind. Ja, ich brauche hier dieses Ding. Also erstmal schön Damage auspacken. Aha. Nö, klar. Ey, wie jetzt? Die stehen da über mir und treffen mich. Jetzt! To be honest, I expected more. Wie viele Treffer vertragen die einzelnen Viecher denn? Okay.
Einer ist weg, ich habe absolut nicht mitgezählt, wie viele Treffer er verträgt. Ich sage einfach mal 27. Das ist aber auch, woher soll ich wissen, wo der hinspringt? Du hast ihn geschwächt, weiter so. Die letztverbleibende Töle wird zu einer riesigen Form anwachsen. Du wählst die Form des Vernichtens. Okay. Sogar mit Tipps hier. Und so langsam, wie sich dieses Arschloch von Ritter bewegt, kriege ich die auch einfach nicht erwischt. Also das ist ja wirklich mal... Das ist einfach nur aus der tiefsten Arcade-Hölle. Ja, da, ich kann mich nicht wegbewegen. Ich weiß, dass er gleich angesprungen kommt. Aber ich komme ums Verrecken nicht weg. Und an den Hitboxen dürfen sie übrigens gerne auch mal arbeiten. Woher soll ich... Ach, auf einmal springen sie nur in die Luft. Ja, klar. Ja, super, wer macht ihr das? Ja, was hat mich denn jetzt getroffen? Ja, kann ich eigentlich jetzt schon Level abgeben. Ja, klar. Weißt du, woher soll ich das wissen? Woher soll ich wissen, dass sie da jetzt nach oben laufen? Es ist... Bin ich Hellseher? Was? Und dazu kommen halt diese fantastischen Hitboxen. Das ist wirklich... Ich kotze. Toll! Schön! Schön, schön, schön! So, verteidigt es von mir, Arcade-Fans. Oder Retro-Fans. Los! Ja, ich kann den ausweichen, dann treffe ich halt nichts. Da wundert es mich ja, dass ich da jetzt nicht gebrutzelt wurde, weil da wäre ich jetzt meinem Auge nach drin gestanden. Aber okay. Yeah! Super! Geil! Yes! So muss das! Hey, habt ihr das gesehen, ne? Meine katzenartigen... Fick dich einfach. Nee, fuck you. Hier, mach... Bringt mich um. Los, tötet mich. Das Beste finde ich ja diese Hilfemitteilungen, die dann immer so... Hahaha, hier du Trottel. Du kapierst es nur nicht. Super. Muchos gracias, Capcom. Ich mag berufsbedingt keine absichtlich schlecht gestalteten Spiele. Das ist einfach was, daran habe ich keine Freude. Nennt mich da jetzt Spießer oder Berufsquengler? Da, wie? Wie soll ich da wegkommen? Meine Mama hat mir gesagt, Bursche, lern was Anständiges, sonst musst du Gossen Goblins spielen, um Leute zu unterhalten. Ich weiß, Mama, du hattest recht. Gott, ich kotze gleich, mir ist schon schlecht. Mann! Wisst ihr, wenn ich an so Sachen denke, wie jetzt irgendwie ein Cuphead oder sowas, das ist auch bockschwer, aber da weiß man wenigstens, was los ist, was die Gegner machen. Das ist hier einfach nur fucking random. Da, man hat keine Chance. Null. Ich hätte ja mein scheiß Geld zurückgefordert, wenn ich da irgendwo in der Arcade gespielt hätte. Wahnsinn. Ja, die zweite. Mamma mia. So. Und die da kriege ich jetzt garantiert nicht down, weil sie groß wird.
Ja, klar, auf einmal kommt er von links. Warum auch nicht? Hey, ist ja alles ganz normal, ne? War schon immer so. Nee, war es nicht. Ist auch geil. Er sagt mir, ey, schau auf die Reihenfolge. Und auf einmal war nicht der Springer zuerst dran von den beiden. Huch! Na sowas! Unser Spiel funktioniert ja gar nicht so wie versprochen. Wer hätte denn das gedacht? Ich fürchte echt, ich muss hier irgendwann abbrechen. Ich schmeiß sonst den Controller in den Fernseher. Das ist kein Witz. Oder sowas, wenn ihr das vielleicht denkt. Es ist wirklich... Ich bin hier kurz vorm Herzkraschbar. Wie hat mich das getroffen? Und ich soll jetzt sagen, ach ja, super Spiel, 10 von 10 hier. Oder was? Das Ding ist, wisst ihr, wenn das mit Skill zu lernen wäre, wäre das kein Problem. So, dann könnte ich sagen, okay, cool, so, ich schaue mir alles an, bam, ich lerne das Muster, ich weiß, wenn da ein Indikator kommt, yeah, dann weiche ich aus, geil, fett, ole, ole. Das Problem ist aber, dass dieses Ding so scheiße designt ist und nur darauf ausgelegt ist, den Leuten das hart verdiente Geld aus der Tasche zu ziehen, dass es einfach nahezu unmöglich ist. Ja, ich kann nicht ausweichen! Es geht nicht! Ich muss es in der Reihenfolge machen, wie das Spiel will. Ich muss mich einfach damit abfinden. Ich sitze jetzt hier 18 Stunden. Und befasse mich nur mit diesem unfairen Scheißhaufen von einem Boss. Schau mal, vielleicht schaffe ich es ja, dass Pinky am Leben bleibt. Ich glaube, damit habe ich die besten Chancen. Ist aber auch nur vage Vermutung. Ja, Bruder, jetzt aber! So. Ich habe Flammen, ich habe Flammen. Ich habe Flammen um mich rum, die bringen mir nix. Nix! Aber Baby, es wird heiß! Es wird heiß! Ich weiß, du findest mich scheiße, aber komm doch jetzt mal zu mir. Ich habe eine Lanze mitgebracht. Ei, ei, ei. Was war das jetzt? Eine halbe Stunde in diesem Scheißkampf. Bless, Alter. Das war doch jetzt mal was, oder? 6 Minuten 59, das halte ich für ein Gerücht. Also ihr merkt, Ghosts and Goblins ist nicht wirklich leichter geworden, aber hey, um es mit den Worten des Fonts zu sagen, ey, ich hab's geschafft. Ich hoffe, ihr hattet Freude an meinem Leid. Ohne Scheiß, das war echt sehr anstrengend. Also, wobei ich dann gegen Ende ja ziemlich brilliert habe. Also ist es wahrscheinlich irgendwo eine Mischung aus auswendig lernen und nicht. Aber wie gesagt, also wenn ich mir überlege, ich müsste das in der Arcade spielen, ich würde ja ausrasten und pleite gehen. Naja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Ich hatte bedingt welche. Bis dann.